Servus Freunde, herzlich willkommen hier zum Rennen in Spanien auf dem Circuit der Catalunya hier für unser wunderschönes Formel 1 Team von Red Bull Racing. Wir setzen der Karre Max Verstappen und wir hören erstmal rein, was unsere Agentin diesem Wunderschönes zu sagen hat. Hi, Emma hier. Ja, ich weiß deinen Namen. Ja, beende das Rennen als Sechster oder höher und schlage Kimi Räikkönen. Wir müssen auch in der Meisterschaft mindestens Sechster werden. Das ist auf jeden Fall ja eigentlich kein Ziel für uns. Das muss sich fix ausgehen. Wir haben wieder Ressourcenpunkte. Wie sieht es da aus? Wie viel brauchen wir, um uns wieder weiterzuentwickeln? Das Auto hat ja aktuell noch hier ein bisschen Nachteile gegenüber Ferrari. Die müssen wir versuchen auszugleichen. Und da brauchen wir schon mal schön Ressourcenpunkte. Hier 1350, das würde passen. Dann sind wir schon mal... ja, auf Niveau von Ferrari. Das soll so das Ziel sein, was wir uns als nächstes gönnen. Und danach muss halt hier noch ordentlich entwickelt werden. Also da bringt es nichts, das Ganze schön zu reden. Da müssen wir einfach dran arbeiten und das Auto somit vom Chassis her nochmal besser kriegen. Naja, wir gehen jetzt zum Rennen und da sehen wir uns zur Startaufstellung wieder. So, und so sieht die Startaufstellung aus. Hamilton auf der Pole, vor Kimi Räikkönen auf der 2, wir auf der 3, dann Perez auf der 4, auf der 5, da gibt es schon mal Überraschungen, auf der 5 Ocon, 6 Hülkenberg, 7 Kvyat, 8 Ricciardo, 9 Alonso, 10 Grosjean, 11 Vettel, 12 Massa, 13 Palmer, 14 Magnussen, 15 Bottas, 16 Van Dorn, 17 Sainz, 18 Wehrlein. Und in der letzten Startreihe befindet sich auf 19 Stroll und auf 20 Ericsson. So, das ist natürlich ein bisschen ein Verwundert. Also, ich bin ein bisschen verwundert über die Startaufstellung. Okay, the run into turn one isn't too long, so the pack will be bunched up. Take care. So, 18,5 Runden sind, glaube ich, fast sogar ein bisschen zu viel. Nehmen wir nur mal 18,1 mit. Ich glaube, das passt besser. Runde 6 müssen wir in die Box rein. Das passt eigentlich relativ gut. Dann würde ich sagen, starten wir das Rennen, gehen wir in die Einführungsrunde und dann genießen wir mal hier die Fahrt zur ersten Kurve mal im langsamen Gang. Mal ein bisschen hier den Wagen warm fahren. Das nächste Mal geht es ja nach Monaco und dort werden wir nicht die neuesten Komponenten einbauen, sondern da werden wir wieder die Komponenten aus den ersten drei Rennern wieder reinbauen. Also sprich, der Motor kommt wieder rein, was bereits in Melbourne drin war, weil in ja, Monaco braucht man nicht unbedingt die Leistung, da geht es nur um die Aerodynamik und die haben wir hier definitiv im Red Bull. Und vor uns der Ferrari ist ein wunderschönes Auto. Jetzt hier in der Einführungsrunde kann man den Wagen ja genießen. Im Rennen an sich, das kenne ich ja zu gut aus der Megacoop, sind sie immer relativ harte Gegner. Normalerweise dürfte ja Räikkönen kein Maßstab für mich sein, weil sein Auto einfach aktuell mitunter das stärkste ist. Also das zeichnet sich in der dritten Saison schon stark ab. Die haben viel entwickelt über den Sommer, über den Winter so. Das ist auf jeden Fall eine harte Nummer, was die hier auf den Tag legen. Und so müssen wir einfach versuchen, irgendwie mithalten zu können. Wir stellen hier den Motor schon mal für den Start auf Fett. So, dann sind wir leicht angekommen. Ja gut, Räikkönen wurde disqualifiziert. Wir wurden disqualifiziert. Ist aber im Grunde egal. Wir überspringen jetzt einfach die Einführungsrunde und starten direkt rein ins Rennen. Und da habe ich jetzt aufgrund von Umständen den Start leicht verpennt. Da sind wir gleich mal auf P6 zurückgefallen aktuell. Oh komm Leute, da starten wir jetzt neu. So, einmal darf ich neu starten. Sorry, aber dafür konnte ich jetzt nicht, da ist mir jetzt einfach der Platz ausgegangen. Und so habe ich mir den Start eher vorgestellt. Oh,
Und das schwere Auto, es geht schwer um die Kurve rum. Aber wir tun uns, glaube ich, leichter ans wie Kimi Räikkönen. So, jetzt ist halt die Frage. Können wir den Kollegen hinter uns halten oder nicht? Gleich mal auf Fett gehen, damit dass wir uns ja gegen den Ferrari verteidigen können. Der aktuell den stärksten Motor besitzt von allen Autos hier im Feld. Das nächste Problem, was ich halt habe, mein Reifen ist auch eine Runde älter. Müssen wir schon das erste Mal Kampflinie fahren. Ich könnte einfach den Verstappen vor das Parko machen und einfach vor allem beim Bremsen rüberziehen. Oder bin ich halt auch draußen. DRS is now enabled and will be available to use when you are within 1 second of the car ahead in the DRS zone. So, hier schön rüberziehen. Passt super hier die Kurvenlage. Das war zumindest schon mal ein absolut schönster erster Sektor. Hier auch schön Speed mit hochgenommen. So, es sieht schon mal nicht ganz so schlecht aus hier. We're approaching the end of the life on these control electronics. Try to stay off the curbs and other rough surfaces. Die hält schon noch so viel, die Steuerelektronik. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Boah, da gab es die leichte Berührung. Du darfst dich halt nicht so breit machen, wie wenn ich nicht da wäre. Können. Also da musste ich ein bisschen schlanker machen. Ich habe dir immerhin auch Platz gelassen. Die Strecke hier, eine Strecke, die extrem Reifen frisst. Zumindest im Jahr 2017 noch. Wie es jetzt mit neuen Asphalt ist in Katalonien, kann man schwer sagen. Da ist noch kein Formel 1 Rennen gefahren worden. We're a plus one lap of extra fuel. Fuel target plus one.
Das Problem ist, er zieht sich jetzt wieder wunderbar ran mit DRS und Windschatten. Daniel has come into the pits. Daniel in the pits now. Boxenstopp. The pit box is currently full. Stay out on track. Stay out on track. Boxenstopp. Alter, mit wie viel Highspeed kommt der da raus? Das ist doch nicht mehr feierlich, was der Ferrari da abliefert. Er hat natürlich auch die besseren Reifen, das darf man nicht vergessen. So, dann machen wir den Boxenstopp in Runde 5. Go, go now. So, jetzt hoffen wir mal das Beste. Der Stopp war an sich gut mit 2,33. Some information on Palmer. They have some kind of mechanical problem. Und da sind wir jetzt vorletzter, nur Ricciardo hinter mir. Aber der muss noch mal stoppen, der hat noch mal Soft drauf gemacht. Jetzt bin ich ein bisschen zu früh vorbeigegangen, egal. Hauptsache wir sind durch und haben freie Fahrt hier. Haben wir schon mal wieder Vettel hinter uns. Und mit den Mediums ist ein Traum zum Fahren, Leute. Jawohl, zwei mit einer Klatsche. So, umgeschalten auf Fett und los geht's hier wieder. Ich glaube, der Overcut von Raycon hat geholfen.
Ich bin halt mitten im Verkehr rausgekommen, das war halt der Scheiß. So, jetzt sind wir wieder raus auf die Geraden und jetzt schauen wir mal, was jetzt zeitenmäßig drin ist. Ja gut, da haben wir ordentlich verloren. Wobei ich dazu sagen muss, wir wären an sich nicht langsam gewesen. Aber wie gesagt, der Ferrari ist einfach von der Pace her so extrem stark. Da kann man schwer mithalten. So, P3 ist normalerweise fix. Müsste ich jetzt einen ordentlichen Scheiß bauen, damit er sich da noch wegrutscht. Wir sind auch schon bei Rennhalbzeit. So. Nochmal hier auf Fett schalten. Da sind wir jetzt nochmal schneller gewesen mit einer 1.22.3. Es liegt halt noch so viel Potenzial im dritten Sektor. Daniel is in the pits. Und somit fällt er wieder ganz zurück im Normalfall. Oder zumindest relativ weit zurück. Also keine Punkte dieses Mal für unseren Teamkollegen. So, lala. Jetzt natürlich ohne Gegner hier ist natürlich ein bisschen einseitiges Rennen. Wenn man niemanden zu fighten hat, ist es natürlich nicht so gut, aber naja, wir sind trotzdem dabei, dass wir uns immer hier verbessern. Aber wir können halt mit dem Speed von Raycon nicht mitgehen. Yes, I do mix two. The gap to the car behind is 11.4 seconds. Come. Komm, gib alles! Kleiner Red Bull. The distance to the leader is 6.0 seconds. Das war der absolut schnellste dritte Sektor.
Muss dich kurz mal lupfen hier. Also Respekt an dieser Stelle nochmal für Anton, Dave, Markus und Co., die hier einfach so unfassbar schnell sind. Jetzt könnte es nochmal spannend werden. Hier Vettel jetzt auf 4 nach vorgefahren. Will natürlich hier Bottas ausstechen, ganz klar. Wir versuchen uns wieder vorbereiten für die schnelle Runde. Ja, die Runde war jetzt scheiße, das weiß ich selbst auch. So, Vettel ist aktuell so ein bisschen unser Ferngegner. Er darf uns nämlich hier nicht mehr kriegen. Wenn man so eine Scheiße bauen will, kann es natürlich passieren. Ach, die 180 müssen wir hier mal ordentlich hinkriegen. Driver behind me. No rain expected. Wetterbericht. No rain expected for the time being. So the gap to our teammate is 33.3 seconds. 43,3 Sekunden, das ist schon extrem weit weg hier. Fahrer hinter mir. In der letzten Runde schneller als ich in meiner absolut schnellsten. Oder persönlich schnellsten, so muss ich sagen. Damit habe ich mir jetzt wieder eine neue schnellste, persönlich schnellste Rennrunde versemmelt. Stellen wir wieder um auf Fett und geben wieder alles hier. Fahrer hinter mir. Battle is behind you. Our gap behind is 8.7 seconds. They're on old mediums. The time last lap was a 1:21.8. Da fährt die 1:21.8 konstant. Kann halt die Zeit nicht mitgehen. Müssen wir jetzt halt schauen, dass der uns nicht noch kriegt eventuell.
Jetzt bin ich mal gespannt, was das jetzt für eine Zeit bringt. Oh komm, wir verlieren immer noch auf Vettel. Wir haben jetzt auch 8 Sekunden auf Räikkönen Rückstand. Aber ich muss sagen, der Reifen hält verdammt gut. Wir haben, glaube ich, mitunter als erstes gestoppt. Wir können immer noch gute Zeiten gehen. Ich bin ja gespannt, wer hier vorne rumalbert. Ah, das ist ein Toro Rosso. Und jetzt geht's rein in die letzte Rennrunde. Gut, Vettel wird uns nie und nimmer mehr kriegen. Und wenn wir jetzt relativ eine bescheidene Rundenzeit gefahren sind. Bisschen raustreiben lassen, jawohl. So, egal, auch wenn wir keine schnellste Rennrunde mehr hinkriegen werden. Es ist immerhin fix, dass uns Vettel nicht mehr kriegen wird. 6 Sekunden wird er nicht mehr zufahren können. Auch wenn ich jetzt hier Gas rausnehme. War besser, das Auto sicher und straffrei ins Ziel bekommen. Da sieht man, was der Reifen einfach hält, wenn er in der letzten Runde nochmal eine schnellste Rennrunde fährt, dann muss der Reifen dementsprechend auch halten. Da sieht man meinen Helm ein bisschen. Also es ist ein anderer. Also wieder ein fantastischer Sieg für die Silberfalken. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu Ihrem Auto gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Sein Auto hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Und hier sind die Fahrer, die es nach diesem spannenden Rennen aufs Podium geschafft haben. Sie haben hier, wie so oft, alle Erwartungen übertroffen und feiern einen verdienten Erfolg. Heute steht Mercedes ganz oben. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Sebastian Vettel übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der Weltmeisterschaft. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Auf jeden Fall der fliegende Finne. Warte, wie viele fliegende Finnen hatten wir inzwischen schon? Wie auch immer, in diesem Fall meine ich Bottas. Starkes Tempo und ebenso gute Arbeit im Verkehr. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Es war ein schwieriges Rennen für die WM-Führenden, die an der Spitze an Boden verlieren. In der Zwischenzeit konnte Red Bull ein starkes Wochenende verzeichnen und die Position in der WM verbessern. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.
Ja, Leute, was war das für ein Rennen? Wir sind von Position 3 gestartet, konnten uns am Start Kimi Räikkönen holen, aber aufgrund meines Undercuts, der dann doch relativ heftig war, bin ich in den Verkehr reingekommen, zwar im Verkehr einen super Speed gehabt, auch relativ gut beim Überholen vorbeigekommen, aber Kimi Räikkönen konnte dann doch die vordere Position halten und ist einfach ein grandioses Rennen gefahren. Also an dieser Stelle Hut ab an die zwei da vorne, auf jeden Fall gute Zeiten gegangen. Wir waren insgesamt der viertschnellste im ganzen Grid. Ne, warte mal, da hinten ist auch nochmal Daniel Ricciardo eine 1:21.8 gefahren. Also ja, mit einer 22.0 bin ich zufrieden, es wäre aber theoretisch mehr gegangen. Nichtsdestotrotz ein gutes Rennen, wenn wir auf die Rangliste schauen, das sagt schon mal alles, glaube ich. Wir sind auf Rang 7 vorgestoßen, sind knapp hinter unserem Teamkollegen, haben somit insgesamt 66 Punkte und da sind wir in der Konstrukteursrangliste. Somit auf Rang 3, Rang 2 ist ja das angefochtene Ziel von mir, Ferrari werden wir nicht holen können, aber Mercedes ist auf jeden Fall in der ganzen Saison möglich. Ein grandioser Europa-Auftakt. Die letzten zwei Rennen schon super gewesen mit Rang 4 und 3. Und ja, ich hoffe, es geht so weiter. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.